Da sind wir wieder. Hoffen wir, dass Steam uns jetzt wieder gnädig ist, ne? Du Arsch! Du Arsch! Da hat eine Gasbuddel vor der Tür deponiert, hat gewartet, bis ich rausgehe und dann in die Luft kriege. Ich bin umgefallen, ne? Das will ich nur sagen, aber ich hab's überlebt. Ey, weißt du was? Das war radical! Du hast von mir gelernt, das finde ich gut! Ich hoffe, das Aufnahmeprogramm lief schon lange. Ja, das lief schon. Ich meine bei mir, meiner braucht man. Ach so. Oh. Ich dachte mir, oh, der Seuche ist wieder, jetzt kann ich einschalten, in dem Moment fängst du an runterzulaufen. Smu ist jetzt auch sehr interessant unterwegs, also. Ne? Wenn Pupillen kotzen könnten, die würden anfangen zu wirken. Ja. So, dann aus. Oh Gott. Oh Gott. Die Schuhe sind ja auch geil. Ne? Gibt es hier bloß einen vernünftig angezogenen? Warte mal, nein. Warte mal, die Schuhe gehen noch besser. Die Schuhe gehen noch besser. Außerdem hast du weiße Socken zu schwarzen Schuhen an. So. Herr Tiger. Aber die Schuhe sind leiser. Oh, hier blubbert noch was. Ist da etwa was? Blubbert, das ist schwerer zu sehen. Jetzt geht's noch schöner mit den Schuhen, oder? Mhm. Solche. Ich weiß, es geht noch schöner. Oh ja. Feuerwerkskörper. Ich höre was kneckern, aber das ist wohl nicht richtig gespawnt, oder wie? So, dann versuchen wir nochmal zu der Burg da hinten zu kommen. Ja. Burg Iboholmen. Warum habe ich den Kampf eingetreten? Ja! Ja! Jui. Wunderschön! Body! Och, Menno. Sag mal! Jetzt, ich stell grad mein Quest um und da kommt das da an, übel! Ich hab das Vieh rausgelockt, das ist aber auch gut. Ich sollte mich nicht dahin stellen, wo Schleda lockt. Ah, 6 Erfahrungspunkte! Weil ich Moment, warum ist es jetzt over and out wieder? Weil er das umgestellt hat, aber du kannst oben auf Lock kannst du die Mission wechseln. Wir waren der erste Kontakt, oder was machen wir? Ja. Wie? Eine T. Was für ein scheiß Auto, ist ja gar nichts drin. Du blöder Ille 445. Dem gehe ich nimmer. Oh, Schena scoutet schon. Ich glaube, Schena hätte den Scout machen sollen, ne? Da vorne ist ein großer. Ein großer Scout? Hey, lass mich mal scannen. Lass mich mal scannen, bevor ihr den jetzt weg... Ich will das okay. Nicht mal testen. Mal gucken, was für Infos ich da rauskrieg. Schena, wo so, siehst wo du den? Der ist gerade da vorne um die Ecke, bei dem umgekippten Auto. Da, ich sehe ihn. Ein großer soweit. Von hier aus sieht man. Ah ja, ja, da ist er. Und Smu wollte erst scannen, ne? Modell Handklasse ID FBC-B26 Status 100%. Keine Aktivität, Schwierigkeit schwer. Verbindung verloren. Was? Ich hab die Verbindung zu Steam verloren. Ui. Okay, dann warten wir, bevor wir mit dem anfangen. Das wird Steam einfach sein. Oh, dann wird's uns gleich auch nochmal rausfeuern, ne? Eventuell ja. Ich find's ja schön, dass das Spiel läuft. Tja. Da ist nichts, wenn der Haken macht. Wie soll ich jetzt hier wieder online gehen, wenn ich... Muss ich erst offline gehen? Nee, du musst warten, bis die... Ach so. Ein kleiner, vierbeiniger Hund ist auch noch da. Oh. Ah, ja. Bei Edal ist es auch gerade weg, okay. E9D-A12. Leicht. Jetzt geht's wieder. Hauptsächlich für Einzelspieler ist. Jetzt geht's Einladung wieder. Jetzt brauche ich wieder eine Einladung. Ja, kommt. Ah, schöner Fall. Heute hat Steam anscheinend irgendwelche harten Probleme. Ja. So, jetzt muss ich erstmal wieder looten. Noch eine Jacke. Sehr schön. Hier gibt's viel Zeug. Okay, ich habe den Dicken auch schön im Visier. Ja, er war nur noch auf solch, oder? Ja.
Ich bin unterwegs. Oh ja. China ist 200 Meter entfernt, Oslo 70. Schena geht ganz auf die andere Seite, er will so eine Zangensache machen, ne? Eine gute Schussposition, hier sind lauter Bäume im Weg. Kann ich einen Wald fällen? Tja. Wenn die Bäume nicht im Weg sind, sind Autos im Weg oder. So, Bäume, ich wäre soweit. Moment. Bist du auch schon wieder bei uns dabei in der Gruppe? Ja, ich stehe rechts neben dir. Okay, dann 3, 2, 1, Attacke! Ja, da reagiert er ganz schön sauer, ne? Der Große. So, komm mal, wechsel die Waffe. Yeah! So macht es Bock, ne? Wo ist denn der Kleine? Der Hundebot? Hat den schon jemand, oder? Den habe ich noch nicht. Ich suche ihn gerade. Ah, ich sehe ihn da vorne. Da ist er. Okay. Piu. Und tot. Einwandfrei. Ah. Au. Spider-Bot. Also die habe ich nicht gesehen, die sind fein. Ja, die war da im Container, ne? Ja. Er schiebt mich hier schon wieder quer durch die Gegend. Der Schena drückt mich extra hier in die Ecke. Ich weiß nicht, warum er das tut, aber... Das denn nicht? Doch gar nicht. Schena war gar nicht da, du hast mich in die Ecke gedrückt, du Säckel. Ach nee, das Move war das, der mich in die Ecke gedrückt hat. Nein, du hast mich in die Ecke gedrückt. Ich stand hinten in der Ecke und du hast gegen mich gedrückt. Ich hab den Videobeweis. Wo bist du in China eigentlich? Entschuldigung. Nix Entschuldigung. Genau, sag's ihm. Der war gemein zu mir. Aber er hat zu viel Munition, so wie sich das anhört. Verteidigungsbereichsanführer. Für was muss man getan haben, damit man das kriegt, solche? Herausforderung, Wahrheit und dann das oberste. Nee, Gesamtverteidigung. Ja, ich hätte gehofft, du sagst mir jetzt wie sowas wie zum Beispiel 15 Roboter erschießen oder so. Ja, das kannst du dann nachgucken. Ich wollte es halt direkt hören, ne? Ich will ja hier jetzt was lesen. Steht denn da? Einen Kommandopunkt der Feldzugplan aktivieren. Ach, aber wenn ich ja jetzt das Spiel mal neu gestartet habe. Oh, da hat sich was getan. Zivilverteidigungskoordinator hätte ich auch noch. Ja, den habe ich. 6 Hauptmissionen und Nebenmissionen. Und da, was ist das? Notabschaltung. 5 Relaisantennen zerstören. Ah ja, gut, okay. Das ist dann auch irgendwann mal da. OCP macht einen auf Hippie. Es ist Midsommer, du Sack. Ossel macht einen auf Hippie. Du doch auch mit deinen Schuhen. Ne? Nee, ich mache ja auch was anderes. Eigentlich auf Hippie. Ja, wo ist denn der doofe Weg nach oben? Ich auch gerade. Ja, da vorne irgendwo müsste es nach oben gehen, wo China hinläuft. Gott. Ah, Kirch, komm. Ah, hier können wir doch hoch. Lalala, ich bin gleich wieder bei euch. Willst du hin? Ich war hinten stehen geblieben, weil ich Sachen gemacht habe. Gut, dass wir beide so gut zielen können, oder? Oder wir drei. Das hört sich ja an, als ich habe aber nichts mit einem Zielfernrohr dran. Da unten liegt ein Auto im Graben. Wo ist denn Ossel? Ach, da unten, der ist nicht mehr weit weg. Ich nahe schon. So, ihr habt hier irgendwo was erschossen, das würde ich auch noch gern looten, oder waren das nur kleine? Ja, wenn du noch 200 Meter laufen willst. Aber ich glaube, der ist noch nicht tot. Okay. Doch, der ist schon tot.
Ja, das mit dem Rubberbanding, das macht mir jetzt Angst, dass Steam gleich wieder weg ist. Ja, das kannst du als Indikator sehen. Los nicht, ich hab doch noch Canvas gemacht. Ich möchte hier doch noch Sachen dünen. Ja, ansonsten müssten wir es heute wegen Steam halt dann irgendwie beenden, weil es macht ja dann so auch keinen Sinn mehr, wenn wir gerade eine Mission angekommen sind und dann stürzt Steam wieder ab. Noch bin ich nicht so... Ein Dicker. Da ist ein Dicker. Ja, es ist. Hast du gescannt? Egal, der hat uns gesehen. Die auch. Lalala. Explodierst du jetzt, du Sack? Es knackert. Haha. Oh, jetzt ist der Sack hier runtergerollt. Glaubst du das? Brauch doch mein Loot. Oh, da kommt was Dickeres. Aber nicht ganz dick. Okay. War ja gar kein so ein großes Problem hier. Er hat ein bisschen Feuerwerk gemacht. So. Ach, Rucksäcke. Schön, schön. Alles voll damit. Ah, die Taschenlampe, die könnt ihr behalten. Oh. Wurde der König von... ja. Nee, warum darf ich ja den Sack nicht dran? Wollte gerade sagen. Schnauze. Mit schönem Tarnmuster. Ja, der schwedische Postservice, die müssen doch was dabei haben. Und wenn es ein Ikea-Faltbett ist, schade. Schade, schade, schade. Oh, 67 Schuss hat der verloren. Geil. Ich will nichts gesagt haben, also nichts Negatives, ne? Das muss ich auch noch vorlesen. Ich hab's versehen. Ja. Ah. Was? Scherengartenregion. Aufklärungstrupp bei der Burg von Ibholmen hatte Erkenntnisse über eine Signalquelle ungeklärter Art, die sich bei Kelviken, einem kleinen Strand südlich der Burgruine, befinden soll. Dieser einsame Punkt scheint der Ursprung der Maschinen gewesen zu sein, die den gesamten Scherengarten durchstreifen. Müssen wir wieder runter? Ja, wir müssen runter. Lampen, Ferngläser. Braucht noch jemand einen Ferngläser? Zum Landekopf. Nach ja, nach Südopf, nach Südosten. Nach Südopfer. Einfach den Berg runter. Ah ja, hier. Oh. Ja, da ist aber ein bisschen steil. Aber das kann man bestimmt überleben. Oh, aua, aber es tut trotzdem weh. Ich hab nur noch 40%. Ich überlebe da gar nichts mehr. Ja, dann komm halt her und sag was. Solche, wie ist deine Spielfigur nochmal? Agathe oder so, ne? Agathe kannst du, dankeschön. Was hast du denn am Kopf? Tja, es ist Midsommerzeit. Ich habe... Wo ist das Ding? Da oben. Ich habe einen Blumenkranz. Wunderschön. Tja, da war der Tiger zu schnell. 36 EP. Jo, okay. Achso, ich bin nur ein Fertigkeitspunkt. Ich habe schon bessere Sachen getötet, aber das hier von den Sachen, die ich getötet habe... Kannst du jetzt Schlösser knacken? Ja, kann ich. Ah, sehr schön, sehr schön. Mehr Loot. Hast du es gehört, Cheater? Mehr Loot? Ja. Das ist radical. Mehr Loot. Kannst du endlich alle Türen aufmachen und gucken. Oh, hier ist eine Tannenbaumfarm. Julbaumfarm, Entschuldigung. Ist auch so ein Julbaum. Ich folge solches Schritt, weil wenn er sich weh macht, dann kriege ich das hoffentlich mit und nehme einen anderen Weg. Wieso? Kannst du hinterher? Er kann dich wenigstens gleich haben. Hätte er vor mir gekommen. Geklettert.
Ah, du Sau! Die kriege mal! Kann ich schon nicht mal die Akkus wechseln? Hier wird schon geschossen. Puh! Ja, die schießen von unten hoch. Die haben uns irgendwie am Hang gesehen. Ja, der Tier könnte vielleicht auf einen geschossen haben. Könnte! Zufällig, aber er lehnt jede Verantwortung ab. Ne? Ja. Okay, solche hat es bisher überlebt, aber... Wow, das sieht aus, als könnte es wehtun. Ja, auch vorsichtig, Osse. Ja, gut. Wofür habe ich denn die Adrenalinspritzen, ne? Da hinten ist ein Zweibeiner. Das bin ich. Ich hab dich ganz gehört. Ach so. Wo ist hier was? Ich sehe nichts. Ach, links von euch. Seriennummer des Containers. Seriennummer des Containers. In einem der Container am Strand von, das ist vielleicht doch ein Vierbeiner. Von Bla befinden sich noch ist immer nicht aktivierte Maschinen. Es gibt keinen Hinweis auf deren Herkunft, außer verschiedene Seriennummern auf den Behältern. Okay. Ja, wir müssen ja noch rauskriegen, wer jetzt hier eigentlich Schweden ans Bein pinkeln will und so, ne? Da hängt was. Sammelgegenstand. Boah. 250 EP, cool. Tja, wer hat denn die gebaut? PT03. Es sind auf jeden Fall keine kyrillischen Schriftzeichen drauf. Also die Russen ausnahmsweise nicht. Ja? Oh, die, da ist noch eine, genau, aktive Spinne drin. Aber hier... Oh, ich hab noch was gehört. Ach, noch so eine Spinne. Nee, der blinkt. Warum blinkt der? Den kann man wohl zerstören. Der macht auch irgendwie ein Geräusch. Ja, ich schieß dagegen, aber... Hm. Zerstören Sie ihn das. Juhu! Wer war das? Ich hab noch zwei Lebenspunkte. Oh, und Smu hat's gerissen. Warte, wo seid ihr denn? Hier, erstmal. Ich kann dich so nicht aufheben. Muss ich das hier? Oh nee. Gott, die Schuhe, Smu, die Schuhe. Du hast recht, da ging noch was. Ich stelle die Adrenalinspritze im Moment. Ja, mach mal, ich kann gerade nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich die nicht auf die 7 setzen? Keine Ahnung. Danke, Agathe. Das finde ich echt toll von dir, dass du mich jetzt verarztest, nachdem du mich in die Luft gejagt hast. Das ist radical. Ja, das war geil. Das Ding explodiert. Ich stehe da drin, wenn man's bo- ich bin neben dir gestanden. Ich habe draufgeschossen. Das nächste Mal nehmen wir die GoPro mit. Da lohnt sich das richtig. Ach nein, lass ihn dann hier. Mein Gott, bleib doch einfach mal stehen, Ossel. Der kann nicht stehen bleiben. Ich hab mich schon wieder gut gefühlt, da bin ich weitergelaufen. Du bist auch voll. Der haut einfach wieder ab. Gut. Ich bin bei 100. Das ist typisch Ossel. Was, dass ich bei 100 bin? Nee, das immer abhausten. Irgendjemand muss ja, ne, und so. So, was als nächstes? Hier liegen noch Haarklammern. Ist nur eine, aber oh, mehr hatte ich nicht. Egal, her damit. Habe ich noch welche? Smu, ich habe noch 9 Haarklammern dabei, falls dir das was hilft. Ich hab jetzt 12. Schmeiß hin, sagt er, okay. So, suche den Standort des Bunkers. Lock das Kommando-Bunker-Netzwerk. Außer selbst Misato sagt, dass du stehen bleiben sollst. Was? Was sagt Misato? Ja, ehrlich, bleibt mal stehen. Ja. Okay, ich stehe. Und jetzt? Ja? Welche Mission? Ich gucke gerade. Lass mal gucken hier. Ah, die Bäume. Ach, wie nice. Ich finde das toll. Wir haben hier einen Jagdmasken. 60 A400, 3,8 Kilometer. Da können wir uns teleportieren jetzt nach Unterschlupf. Nach Unterschlupf Hestwig. Wir nehmen die Mission, das Kommandobunkernetzwerk. Das Kommandobunkernetzwerk. Nach Hestwig also. Sollen wir. Oder wie? Unterstupf Hestwig. Schnelle okay. Reise, hätte ich gesagt. Gut. Hi, Misato. Ach, stimmt. Hallo, Misato.
Und wie findest du mich mit meinem tollen Blumenkranz im Haar? Das ist Ossel. Nein, echt trage ich den nicht so oft, ne? Nicht so oft? So. Ach, soll ich jetzt den Granatwerfer mitnehmen oder nicht? Ich würde ihn gerne mitnehmen, ich habe aber keine Munition dafür. Ich habe 5 Schuss dafür. Ja, ich jetzt auch. Auf Schuss. Jetzt zeigt er mir es auch an. Da ist so, da. Ich hab den zur Sicherheit mit, falls man doch mal auf was Großes. Kommando-Bunker-Netzwerk, suche den Feldzugplan im Bunker Minken, Bunker Sorken, Bunker Marden, Bunker Uttern, Bunker... Waren wir überhaupt schon mal in diesen... Nein. Okay, dann sollten wir dabei das andere machen. Dann machen wir Over and Out. Wir kennen die ganzen Bunker. Also doch Over and Out. Alle hopp. Habe ich jetzt die 9mm Vollmantel-Munition. Aber wir haben hier immer noch diesen Jagd-Ding, den Jagd-Jagd. Ja, den nehmen wir natürlich auch mit. Der ist westlich von uns. Das könnte vielleicht wieder ein bisschen herausfordernder werden. Ich bin ja mal gespannt. Dann kannst du dann 21 Tore knacken. Schöner. Ja? Jetzt rennen die schon wieder weg. Schaut das mal. Loot. Ach, Loot. Oh, eine Adrenalinspritze. Ja, weil ohne Loot verlierst du das Spiel. Und ohne Loot nix gut, ne? Okay, aber das Haus scheint etwas lootfrei zu sein. So. Das ist eher was für solche. Ja, das was? Ist für solche. So, und ich mache jetzt Party. Ah, ein Rucksack. Party! Waffenkiste, aber nur ein Fernrohr drin. Am was? Waffenkiste, Baum. Und zwar gleich neben der Tür. Tatsächlich, da war was? Mhm. Ja, darum brauche ich immer etwas länger. Ach, hier unten, ne, da ist nichts drin. Ne, die habe ich schon nichts leer gemacht. Da hat jemand seine erste Hilfesets fallen lassen. Ich habe sie mal mitgenommen, ne? Ja, die waren für solche. Ach so. Ich habe aber noch 28, 38. Solche, da liegen sie. Ich hab Platz im Inventar gebraucht. Du bist der Heiler, du nimmst sie mit. Respawn, Drecksviech! So, ja, dann ab nach Westen. Go West! Life is peaceful there! Go West! Beim Autobahnverkehr. Das eben habe ich den Song gemocht. Ein Fest, wo man Krüge leert. Ein Fest. Das ist nie verkehrt. Genau. Ein Fest und ich weiß ganz genau, wo ist nur der Himmel blau. Da komme ich heim und die Frau macht mich zur Sau. Um 3 Uhr, ne? Poltert's im Treppenhaus, das ist mein voller Ernst. Ach, Mist. Ah. Ich habe eben die Tastenkombination gedrückt, aber das Programm will ja im Moment nicht. Nein. Das Programm hat nicht den Konami-Code. Nee. Up, down, up, down, left, right, left, right. So, Smu rennt ganz vorne, da muss uns dann sagen, wenn es interessant wird. Ich musste jetzt Ossel auspiepsen. Ich, keine Sorge. Was? Sie schlägt in grün und blau, genau, Misato. Mit der gusseisernen, ne? Mit der guten. Von mit Oma noch. Gusseisernen. Teflon, neumodisches Zeug. Mit dem Nudelholz. Bewegt er sich eigentlich nicht, oder? Das sind wir jetzt diesmal schneller als beim letzten Mal. Wir sind diesmal schneller. So ist der Herr. Erstmal nachladen. Oh, wo ist er? Da ist er. Oh, mehrere. Aber da läuft, glaube ich, noch was. Irgendwo. Von Spieler zerstört. Okay. Hey, da hat man eine Panzer. Das war ja gar nicht mal so hart, ne? Aber okay, ja, wenn man da sieht, mit welchem Geschütz hier geballert wird, wo.
Gib mir alle Munition, ich liebe dieses Teil. Ja. Was? Was ist das, was für ein Hals? Ja. Neben der Hundemarke, die an meiner Jacke ist. Ach, jetzt gucken wir alle Maschine an. Wo ist er denn? Die schicke Fliege. Ja, yeah, hat er die Fliege. Ich hab einen experimentellen Helm gekriegt, guck mal. Ja, ja, mit Nebenkabel dran, ne? Ich hab ein Silberkettchen drauf. Oh, du hast den in schwarz, ich hab ihn nur in rot. So, jetzt stehen wir auf den besiegten Körpern unserer Feinde. Okay, nur der hat Physik. Solche, was hast du da in der Hand? Was hab ich an? Das Gewehr. Was du da in der Hand hast. Das Gewehr? Das Sturmgewehr? Du hast Sturmgewehr? Rucksack. Ich hab auch eins. Das lag im... Lag doch im Bunker, auf dem Tisch. Das lag im Bunker in der Kommandozentrale. Jeder hat so Smoothie. Dafür hat Smoothie Panzerfaust, ne? Mäh, Schweine. Ja, die hab ich bloß nicht ausgerüstet, also ich hab sie im Heck für Notfall. Ich hab dafür das Snipergewehr nicht mehr dabei. Ja, ich hab's auch nicht, ich hab dafür nur die Müller. Müller, 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 Müller. Ich dachte gerade, was macht der Seuche da, ne? das Geräusch. Der hat genauso viel Spaß wie wir, der Roboter, ne? Da wolltest du nicht zugeben. Level 5 naht so langsam. Ein Punkt, oh, ich kann schon ein Wiederbelebungstempo. Tempo? Mit Tempo? Das dann so jetzt mit Menthol, damit du wach wirst, ne? Wenn man es dir vor die Schnuffel hält. Ich bin voll ausgebildeter Sanitäter. Ja, voll ausgebildet zwar nicht, aber so halb ausgebildet. Oh, wie bei Starship Troopers. Der Feind kann keine Knöpfe mehr drücken mit so einer Hand. Sanitäter! Ach, ja. Boah, was soll ich denn jetzt nehmen? Hey, warte mal auf das Mu, ihr Läufer. Ja, bei mir vorhin nichts gesagt, als ihr 300 Meter weit weg wart. Das wäre was gewesen eigentlich für der Baum hier drüben. Bergen. Mehr gefundene Munitionsmengen. Oh Gott, solche, guck dir meine Schuhe an. Passt zu dir. Dankeschön. Auch sogar mit roten und blauen Socken. Das ist die Sockenfarbe. Die Mondstiefel. Ich krieg hinterher alles für die Panzerfaust. Ich bin dann der Sprengstoffexperte. In Ordnung. Ei, da ist ein Zelt. Oh, da können wir biwakieren. Bei mir unten? Loot. Ja, da ist mindestens ein Gegner. Da oben. Gleich gut. Nicht mehr. Unten am Wasser. Haben wir was zu tun? So ein paar Ruderboote mehr nicht. Ja, Gesundheit. Danke. Tipp. Das klingt so futuristisch, wenn ihr mit dem Schalldämpfer schießt. Aua. Okay. Schena hat noch was da hinten. Schena hatte was da hinten. Jetzt mal eine Spinne. Oh. Drei Spinnen. Oh ja. So, ich hab die Waffe jetzt auch. Ja, erste Hilfe, bla bla bla. Was, welche Waffe hast du jetzt auch? Sturmgewehr. Das Sturmgewehr. Ah. Ist das sogar ein Zweier, oder? Weil es sieht so gut aus von der Seite. Ja, das ist ein Zweier. Sehr schön. Bloß nur einer. Ja. Jetzt habe ich auch ein Zweier. Hier liegt wieder was zum Vorlesen. Zum was? Zum Vorlesen. Okay. Ich habe heute schon zweimal. Du kannst das ja so gut, Ossel. Ja, aber jetzt ist mein Hals schon rau. Svoboda. Klingt aber nicht schwedisch. Siehst du, wenn du es selbst nicht vorliest, dann liest es keiner bevor, oder wie? Finde den verschollenen Nachschubkonvoi, okay. Muss erstmal hier gelootet werden, ne?
Ja. Ui. Hey, hier liegt ja noch eine grüne, okay. Oh, Nebenmissionen, da kann man auch noch welche öffnen. Geile Sache. Ich hab einen Schalli auf der Karpiste. Ach hier, ja, man kann nur hoffen, gemeinsam stark. Aber wo war der Brief jetzt, den ihr da gefunden hattet? Hier lag der. Irgendeiner hat ihn genommen. Achso. Ich glaube, ich habe ihn genommen. Ja, dann musst du vorlesen. Nee, ihr habt das auch im Inventar. Dann sag mir, wo. Unterlock wahrscheinlich. Unterlock. Da gibt's dann, und dann rechts unten. Uns ging schon. Ah. Hier habe ich ein Audio. Hier habe ich eine Karte. Ja, kommt eine Patrouille. Oh. Nee, ich habe den Brief nicht solche. Also muss es doch solche vorlesen. Kann das Ding mal stehen bleiben, dann trifft man es besser. Ja, da kommt noch ein zweiter. Sehr schön. Na. Ich habe jetzt einen Schalldämpfer für die MP. Oh, wo schießt denn der eine hin? Das ist ja alles andere als in unsere Richtung. Da kommen noch zwei weitere. Gut. Einer müsste noch übrig sein. Ja. Poddert, poddert. Ach, das war Smoo mit seiner neuen Schall gedämpft, ne? Und jetzt looten. Wo sagst du, finde ich das? Unter Lock und rechts unten sollen Missionsgegenstände sein, die man anklicken kann. Je nachdem, welche Mission man auswählt. Abgeschlossen haben wir seine abgeschlossene Sache. Das ist over and out. Ich würde. Das war doch eben over and out. Achso, Moment. Hauptmission. Over das eine Scheißding, das ist zu schnell gedespawnt, aber vielleicht hat es dann keine Beute, ne? Oder wie? Das ist die Karte. Nein, das war keine Mission. Das war ich. Warum kann ich denn nicht einfach mehrere Sachen? Dann wird es neben Mission Road Rage gewesen sein, eventuell. Okay. Marinestützpunkt Saltholmen 1989, 11, 10, 13, 7, 57. Versorgungskonvoi 271 wird vermisst seit 12.27 Uhr. Die letzten bekannten Koordinaten sind auf der Moskerstraße, so in der Nähe von Krantorp. Ursache der Funkstille unbekannt, wiederholte Versuche, den Kontakt wiederherzustellen, waren erfolglos. Ja. Hoffen wir, dass das war. Ah, da liegt noch was. Ach, zwei Schuss, naja. Ach, hier hinten sind noch Städte. Scheng, okay. Hier in den Bunker kann man nicht rein, ne? Das sind diese Fake-Bunker. Die sehen nur so aus, ne? So. Die Fake-Bunker. Ausgebranntes Lagerfeuer. Pff. Ich finde es gerade so lustig, dass wirklich da ein Schalli für gefunden habe für das Ding. Für was? Für die MP. Ah ja, komm doch her, guck. Ja, ich hab's gesehen. Vor allem ist die MP ein bisschen länger geworden. Ja, ja. Längerer Lauf muss jetzt auch besser treffen können. Aber hallo. So, wo geht's jetzt an? Oh, jetzt hat er bei mir Road Rage ausgewählt. Ja, was, der Road Rage, das können wir gar nicht. Hä? Warum ist jetzt nur noch Road Rage da im Log? Oh. Weil du auf Nebenmission geklickt hast, nicht auf Hauptmission. Wir haben jetzt immer noch Over and Out, aber wenn ich jetzt hier auf T drücke, wird das auf der Karte nicht angezeigt. Bunker Skaven. 700 Meter ist eine. Und zwischendrin ist Road Rage. Das wird bei mir nicht angezeigt. Ja, das, ich habe hier, was uns jetzt hier direkt in der Nähe ist, beim 211 Meter, Road Rage 475 Meter und Over. Das sieht fast aus wie ein Bunkereingang da oben. Ja, ich habe es gerade auch gesehen.
Ja, das ist mal, also in die Richtung geht's mal. Sind wir nicht von da oben runter? Nee. Nein, wir sind von der anderen Seite gekommen. Ah. Ja gut, ich will jetzt heute noch mindestens Level 5 werden hier, ne? Also mal her mit den Feinden und so, ne? Also ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Also das war... Das war mein Abscheugeräusch. Sind alle hier? Jo. Yep. Alle wichtigen. So, dann mal rein! Es riecht nach Gas da unten. Hat jeder genug? Ja, ist Gas. Also, Inventar. Oh, hier ist alles voll mit Spinnenbots. Okay, ich gehe runter und guck, ob's schön ist, ne? Nee, wir gucken uns erstmal oben um. Okay. Und jeder dann sollte sich gleich seinen Helm aufziehen. Meinst du eine Maske? Ja. Hier ist man neu da rauskommen. Ja. Hm. Okay, dann müssen wir in den Keller. Ja. Und es knöckert überall rum da hinter den Türen. Das wird lustig. Den Kampf eingedreht, warum auch immer. Wieso stirbt das nicht? Das ist... Oh, ist das eine schöne Sicht hier unten. Da ist ein Hundebot gewesen. Ich glaube, da vorne kommt noch was, da leuchtet noch was rot. Heilung nicht vergessen, Leute. Ach, das blöde Ding liegt voll im Weg. Bleib stehen. Da ist noch eins. Da. Da? Das ist schon die ganze Zeit da. Aber es wird ignoriert. Ich bin hier gerade am Heilen. So eine Adrenalinspritze. Können wir das Ganze nicht mal lüften hier? Ich habe mir Strom noch angeschaut. Wieso geht es nicht auf? Das heißt jetzt Turbo-Looten, Leute. Schon dabei. Was muss man hier jetzt machen? Raus hier auf alle Fälle erstmal. Okay. Okay, die Türen, ja, sind jetzt alle auf grün geschaltet. So, mindestens ein paar Spinnbots, ne? Ja. Ah, ich sehe wieder was. Da liegt wieder eine MP mit Schulterstütze. Ach, hier. China und Ortal sind hier. Hier ist wieder was zum Lesen. Das ist eine HP5. Eine der am weitest verbreiteten Maschinenpistolen der Welt. Was braucht die? 9mm Munition. Oh, die will ich haben. Angeblich zum. Wo steht's in der Beschreibung? Was seid ihr denn noch da hinten? HP5. Okay. Das ist wahrscheinlich der Vorgänger von der MP5. Ach Gott, ich hab wieder was zum Vorlesen. Bei Skaven gefunden, handschriftliche Anweisung. Bericht über feindliche Taktiken. Wir wurden von diesen Dingern in der Nähe der Kirche um 13 Uhr überfallen. Es war ein Schwarm kleinerer Maschinen, so groß wie eine Ratte. Sie krabbeln auf dem Boden herum, können sich durch alle möglichen Öffnungen im Gebäude einschleichen und springen einen pausenlos an. Sie sind nicht sehr stabil. Wir haben es geschafft, ein paar von ihnen zu erledigen, bevor wir uns zurückziehen mussten. Es ist jedoch schwer, eine klare Schusslinie zu bekommen. Empfehlen das Verwenden von Nahkampfwaffen mit großer Streuung. Möglicherweise Vogeldunstmunition. Vogeldunst. Militärmütze braun? Bei beseitigt. Wir brauchen jetzt bald mal wieder eine blaue Ding. Oh ja, ich habe schon lange kein blauen Ding mehr gehabt. eine blaue Kiste. Na Leute, was gibt's hier drin? Ah, ich sehe schon. Zielfernrohr für Gewehre? Nope.
Naja, nope, nur zwei Notsignalfackeln. Ja. Doch da noch was gesehen oder nicht? Ne, da habe ich mich wohl getäuscht. Nichts in der Ecke steht. Muss ich was ablegen? Oh, hier draußen ist ein großer. Dann nimm doch ein Eid, solche. Dann kannst du den Eid ablegen. Der da hinten, der rote, der da so rot scannt, wenn er rot leuchtet. Ja. In der 50er-Zone. Oh, der weiß gar nicht, wo er hin soll. So sah das eben aus. Schön. Ja, erste Hilfeset und 10 Schuss. Ja, der hat mehr Munition, als ich mich reingeballert habe. Jetzt können wir ja wieder die Gasmasken abziehen, ne? Danke. Wie findet ihr eigentlich meine wunderschöne Kamera, die ich um den Hals trage? Das Geräusch von Smu, das so leise rüberkam. Aber ich kann auch hier so ein muffiges Schälchen nehmen oder so eine Perlenkette. Nee. Ich habe nur ein Silberkettchen. Hier wird schon wieder ein Gegner angezeigt. Bei mir auch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Mhm. Wir müssen nach links. Also wir müssen nach Westen. Ich singe jetzt nicht schon wieder, ne? Das tue ich euch nicht an. China. Er schießt sie trotzdem mal. Mach das nach Westen. Ja, du gehst nach Nordosten. Oder wir haben wieder einen Empyrean-Bug, ja, wo der Kompass anders ist. Wenn wir weitergehen wollten, müssten wir in die Richtung, ne? Was? Das da oben, wo du hinläufst, ist gemeinsam Fragment. Ja, Hauptmission, over and out. Ja, die over and out ist hier hinten. Ja, er sagt ja nach Westen. Ja, nach Westen. Ja, und vor allem nicht Kompassprobleme. Und vorher kommt noch eine Nebenmission. Aber du hast nach Nordosten geguckt. Ja, ich habe auf der Karte markiert. Waffen? Ach so, ja. Waffeln. Ich habe da keine Mission. Waffeln, sie sind weich und flaumig. Da steht gerade die 1 drüber. Gut. Genau. Ja, aber ich habe da keine Mission. Trägt der pinke Hausschuhe, hat Misato geschrieben, so sehe ich aus, wenn ich lackiere. Das sind Lederschuhe, keine Hausschuhe. Und die waren mal schwarz, bevor er lackiert hat. Ja. Ich hab noch 1 Euro. Ich hab sogar 2 Euro. Oh, so ist reich, gib her. Also mein Euro. Wohin? In meine Hand. Ich folg mal hier Chef Sniperinho. Der geht zum Sniper nach oben. Was willst du denn da oben? Ja, du bist noch. Du bist das Frontschwein, Ossel. Das heißt ja trotzdem nicht, dass man nicht auch mit Taktik vorgehen kann. Anstatt sich einfach so in die Klingen zu schmeißen und so. Ja, wir gehen mit Taktik vor. Wir schicken dich vor, um Feuer auf dich zu lenken und wir erledigen dann auch. Naja. Oh, guck mal, da unten ist ein buntes Haus. Vielleicht lebt da Pippi Langstrumpf. Aber ich muss erst mal gucken, ob da was zum Fenster rausschaut, ne? Da läuft was, da laufen mehrere Hunde. Was an dem Haus? Nee, auf der Straße. Nee, an dem 4 Stück zähle ich mindestens. Sie ist der Ossel immer noch da hinten, Mann. Ja, ich schieße halt mit dem Gewehr. Achtung, da kommt ein Spinnbot-Smu. Wow, der hat mich sogar getroffen, der Hund da hinten. Ah ja, aber ich auf. Ausig. Ja, irgendwann explodiert's und dann reicht's schon, ne? Ja, man hat halt nicht so das richtige Feedback. Außer, warum bist du denn eigentlich erst Level 5? Ja, keine Ahnung. Der Schäder hat auch schon Bescheid gesagt, da zwischen den Tannenbäumen, da rennt irgendwo was rum. Ich hab Level 6,5. Ich hab Level 7. So. Es kommt drauf an, wie viel man mitkämpft. Da liegt eine Pistole rum, mit Schalldämpfer.
Ein erweitertes K-Pist-Magazin. Braucht das vielleicht ein Smoo? Ich glaub, bam, 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 bam. Ich glaube 17 mit 2 Sternen. Gegenstand abnehmen. Ich glaube, das braucht ein China-K-Pist, oder? Nee, K-Pist hab ich. Das ist die MP. Rotpunkt-Zieloptik, nett. Wo heißt so, aber ich werde im China jetzt hier noch was hinlegen, hier auf dem Weg. Wo ist er? Da drin, gut. So, hier liegt Munition für die China. Ah! Hab dich gehört, du Sau. Was ist los? Ist scheiße, wenn er direkt vorm Gesicht explodiert. Cool. Geile Sache. Gewehre abbrechen. Oh, Klauke 17 mit 2 Sternen. Ja, hab ich. Und ich endlich meine alte. Ich hab einen Red Dot gefunden. Was? Ich muss mal kurz Sachen weglegen. Ich hab einen Red Dot gefunden. Ach so, ja, stimmt, das hab ich auch. Das sieht gut aus. Das hier nehmen. Ist ein bisschen gesplittert, aber ansonsten. Kann man noch nehmen, ne? Also. Im Haus waren wir noch nicht, ne? Nein. Okay. Ah, da liegt ein Rucksack auch bei dem verfallenen Dingsbums. Bei dem ehemaligen Anliegerhäuschen. Ich hab ein bisschen Munition und Kram nochmal ab. Oder? Munition, ich komme. Gegenstand ablegen, hier Ergänzung entfernen. Das und 2 Sterne Zielfernrohr, 1 bis 4-fach. Kann ich sowas gebrauchen? Okay, da im Wald laufen. So. Ach, da kommt noch was. Naja, ich höre auch so leise im Äther so ein bisschen. Da. Boah. Ey, das springt ja dermaßen hin und her. Das ist nicht gut zum Snipern, ne? Überhaupt nicht. Was schießt du denn hier, wenn ich hier die ganzen... Was ist das hier? Da wollte er sich aufregen und dann, was ist das hier? Aufmerksamkeit abgelenkt. Bam, bam, badadadadan, dan, dan, dan. Boah, ja, die haben eine rote Toilette! Boah! Wo ist denn der Außen schon wieder? Ich bin im Haus. Bist im Haus, wir ballen hier vorne. Ja, ja, und wir wundern uns, warum er keine XP hat. Ja, weil er immer verschwindet, unsere Frontsau. Ja, nee, deswegen bin ich da rein, weil ich auch mal was kriegen wollte. Ja, da kriegst du keine XP. Aber doch, da war ein Roboter und den habe ich zerstört. Ja, wir haben hier draußen 4 zerstört. Ihr wart ja aber auch zu dritt und ich war alleine. Den mobilen Fußborn. Obwohl den Wald. Ach, dieser Hase. Ach, dieser Schäner. Danke für die Muni. Braucht ihr die ACP-Muni hier nicht? Doch, die habe ich hier bloß abgelegt. Okay. Mein Inventar wieder so voll ist. Wo war die andere Patrouille, die ihr erledigt habt? Ach so, die Zellen, die liegen hier dabei. Okay, alles gut. Hier ist so ein komisches Funkding. Da nimmt wieder einer Drogen! Ich bin mir der, wo fragt. Wir hatten gefragt. Ja, die HP5 nimmt er ja auch hier. Die Klauke sieht einfach schöner aus. Ich hab mal ein bisschen 9mm hier bei mir hingelegt. So. Nämlich. Ist es auch Absicht, dass die ganzen Erste-Hilfe-Packs hier liegen? Wenn die keiner will, nehme ich sie mit. Ja, nimm sie mal zur Sicherheit mit. Ich hab Platz gebraucht, sorry. Den Scheiß gehabt.
Ich glaube, ich kann auch FMJ. Ja, mein Inventar sagt auch, es ist voll, aber ich kann noch was ablegen. So. Moment mal kurz, warum? Verbreitete Maschinenpistole der Welt, 9 mm hohe Feuerrate bei geringen Schaden, 9 mm Kugeln, wieso kann ich die da nicht? Ach, für Faustfeuerwaffe. Ja, gibt ein Blick mit. Eieiei. Ach, komm, ja, dann nehme ich erstmal die Hauke. Aber das Red Dot war jetzt recht gut für die für das Maschinengewehr. Solche. China, was denn? Ja. Du hast aber schöne Fingernägel. Na, immer Heilung bitte. Oder eine Arbeit hier. Ach, China muss noch das Haus looten. Ah, ja, da war ich auch noch nicht drin. War bloß der Osel drin. Und ich. Du auch schon? Ja. Wann das denn? Der hat sich teleportiert. Vermutlich als Mu und ich sich da draußen gekümmert haben. Weil ihr wieder vorgelaufen seid. Auf dem Smooth einer Jacke da steht S für Smooth. Und warum habe ich den Schnitt im Finger? Ah, oh, schön. Was, du hast einen Schnitt im Finger? Ja. Na, besser da wie woanders. Mhm. Oh, ich muss an den Bräutigam denken von Outlast Whistleblower. Wir müssen eh den Berg hoch. Der Berg ruft! Hörst du nicht die Bassdrum? Bom, bom, bom. Keine Ahnung, was das ist. Smu, du hast doch... Das war jetzt nicht der Smu? Rauschen. Ja. Hast du eine Magazinerweiterung für deine? Ja. Für die hübsche, die du gerade in der Hand hast? 43 Schuss. Eine grüne oder eine graue? Ihr müsstet euch irgendwie mit dem Kopf Headbutts geben können, das wäre lustig. Hier, ich hab's mal hingelegt, du kannst es ja einfach so austauschen, ohne dass irgendwas ist. Ohne dass irgendwas ist. Grüne Kohle. Könnte man bei dir auch machen, da wäre auch nichts. Jetzt habe ich 45 Schuss. Die braune Muni für die KP5, kurz Inventar. Da unten ach, ist einer. Hier? Ein dickerer. Oh, danke schön. Hier weiter oben ist auch welche. Opa Rick, danke. Ich bin direkt neben dir, Shena. Was, wo? Oh. Habt ihr schon drauf geschossen? Ja. Wow, das war nice. So, war nur die paar? Ah, da kommt, glaube ich, noch. Ja, einer kommt noch. Ich muss mal kurz hier was einstellen. Einstellungen, Maustastatur, Visierempfindlichkeit. Ja. Ja, endlich. Na toll, da lege ich gerade was ab und dann despawnt das Ding vor mir. Ich habe auf 200% hochgedreht, dass ich nicht hier ziehen muss wie ein Irrer. Beim Zielen. Ja, jetzt geht's besser. Ich bin noch besser. Aufmachen! Drogenfahndung! Hab nix! Ich glaube, ich spinne. Ja, I think I spider, ja, ja. Oder I believe I spider, ne? Eigentlich, genauer. Wir könnten mal wieder zu unserem Lagerköfferchen hin. Muss ich's als machen. Was? Wenn der solche mich hier nicht halt, muss ich es als Silvert machen. Ich sehe deinen Lebensbalken nicht, das ist dir hoffentlich klar, oder? Er wollte... Ja, bitte, ja! Wo müsst ihr solche, könnt recht haben. Ich laufe zufällig meistens an euch vorbei und hab die Dinge gerade eh in der Hand. Dann hau ich irgendwem was rein. Oh. Was, ich habe eine Augenklappe? Gott. Ich habe auch eine Piratenaugenklappe und ich weigere mich, sie zu nutzen.
Ist der Hälfte des Bildschirms weg? Ja, das wäre ja lustig. Ne? Wieso kann ich das nicht alles mitnehmen? Hey. Der Inventar zu klein ist. Schmeiß mal. Da ist eine Waffenkiste irgendwo. Irgendwo? Da drin. Da, hier. Oh, eine grüne Kips wieder drin. Kips. Ah, ich hab eine grüne. Moment. Ich kann euch einen Schalter einfach für Maschinenpistolen geben. Ja, her damit. Grünes Zielfernrohr für Gewehre. Oh, 1 bis 4, aber mit 3 Sternen. Smoo, ich habe hier eine Granate für dich noch. Oh ja. Aber erstmal muss schmeiß ich das 1 bis 8 doch nochmal raus, glaube ich. Oh yeah. Eine MP5 SD. Jawohl. Was ist das, eine MP5? Ah. Ja, guck mal hier. Ui. Ist ein bisschen rostig, aber cool. Bisschen rostig, aber das geht noch. Das kann doch tot spucken. Tod und Verderben. Strickhandschuhe. Schön. Also schicken wir ihn Ossel vor. Jetzt muss ich trotzdem nochmal Profile, Brille und Gesichtsschutz. Wo ist die Augenklappe? Nö, ist. Also bei mir macht's nichts. Aber Ossel, wo bist du? Da. Ja. Ja, du hast da so einen schwarzen Rand. Mal deine Optik an. So ekelhaft aus. Welche Optik? Ja, guck doch mal in den Spiegel. Na, ja. Ihr müsst mich ja bewundern, nicht alles. Ich bin nur für eure ja, fürs Freuen da. Ammunition. Panzerungsschaden, oh. Ah, das ist gut. Mehr Schaden bei den Viechern. Was ist jetzt hier Phase? Sollen wir uns im Westen noch das Dorf angucken? Jetzt bist du der kleinen Insel darunter. Ja, erstmal ist so ein kleines Dorf und dann okay. Noch ein kleines Dorf und dann noch ein kleines Dorf auf der kleinen Insel. Joa. Let's go! Schau mal. Wir kommen mal auf die Insel. Da geht eine Straße rüber anscheinend. Ah. Gut. Dein Wort in meinem Bobbes. Leute, wieso laufen wir dann Richtung Norden? Tja, gute Frage. Weil Richtung Westen Wasser ist. Ja, wolltest du nicht nur auf diese kleine Insel da hinten? Wieso ist denn hier so viel Wasser? Weil es Meer da ist. Auf der Karte aber nicht, Ossel. Oder? Nee, warum renne ich jetzt richtig? Wo? Da ist Westen. Weil die Wendeführung so ist, dass du ihr von Natur aus entsprechend folgst. Darum habe ich doch gefragt, warum rennst du nach Norden? Bei mir hat es nach Westen gezeigt. So, mal diese ganze Scheiße hier abchecken. Das sieht mal wieder interessant aus. Hallo, Herr Auto. Ach, Notsignalfackeln. Der gute Autowagen. Nicht mehr lange, Billy, nicht mehr lange. Ja, der gute Autowagen, der hatte 2 Rucksäcke drin. Welche können... Ja, sobald wir einen Unterschlupf gefunden haben. Was denn? Ja, explosiv bei Älter. Ich hab gesagt, ich gehe mit der Kleinen, gehe ich auch mit der Kleinen. Alter, hörst du überhaupt noch zu? Was hab ich denn da? Schuppen? Luna Boots weiß. Der Schuppen hat nix. Der LKW? Erste Hilfe-Set und sonst. Nee. Dö, Haarnadel, nichts. Ich habe nicht mal mehr Platz für eine Haarnadel in meiner Hosentasche.
Ja, die belegt halt auch einen ganzen Slot, ne, wie wenn es eine Pistole wäre oder so. Ja, eine Pistole belegt ja zwei Slots, aber trotzdem eine Haarnadel. Eine halbe Pistole, stimmt ja auch nicht. Die könntest du dir in die Haare stecken, um sie so immer dabei zu haben, ne? Oder ans Käppi. Sagt sie fix! Blöder Anhänger. Geh doch kacken. Fang mich an mit Final Fantasy. Ja, in das Haus kann man nicht rein. Schade. Ist da oben was drauf? Nee. Saltam Österwig. Na, dann gehen wir noch ein Stück weiter. Immer der Straße lang, ne? Oh, ich glaube, da hinten läuft was. Ne, okay, war nur ein Baum. Laufende Bäume, das ist... Waldtrolle. dann sind wir falsch abgebogen. Es macht Booms. War das Schweden mit Trollen? Ne, es war doch Norwegen, oder? Ja, die Schweden haben auch welche. Aber das sind die kleinen Süßen mit den aufstellbaren Haaren, oder? Oh Gott, die zähle ich nicht als Trolle. Halt, wartet, Smu ist nicht dabei. Smu nähert sich. Ah, jetzt. Ja, das ist verrührt. Ich war noch. Frau musste gebücht werden. So, da hinten kommt eine Scheune. Aber. Schiene läuft wieder außen rum. Zangenangriff, ich durch die Mitte. Achtung! Was? Wo siehst du denn was? Ich sehe nix. Oh, nix. Man muss nichts reißen. Sobald ein paar Bäume im Weg sind, sieht man die ja nicht mehr. Auch wenn sie orange angemalt sind, ne? Ja. Naja, aber auch im Haus sieht's recht ruhig aus. Ah, ich krieg trotzdem einen Gegner angezeigt. Wahrscheinlich wieder so eine Spinne. Schena, in den Schuppen kann man nicht rein da? Nein. Ist ja doof. Die deutsch-österreichische Freundschaft. Oh, da ist ein Turm da hinten. Am besten war ich eben gerade in der Steiger, ne? Keine springenden Spinnbots. Ich bin enttäuscht. Aber war nur der Fernseher. Aber ein Fernseher. Das ist doch der größte Feind. Jaja, weil der macht viereckige Augen und so, das ist ganz schlecht. Nee, der kann RTL drauflaufen. Oh Gott! Da ist er doch. Der was? Der Spinnenbot. Nee. Da ist ja noch einer. Er hat's gefunden. Nee, Hundi und ein... Hundi. Kommen aber bestimmt aus dem Westen erst an. Nee, die bewachen so ein Türmchen. Kamen aus dem Westen erst an, was sind dort denn halt? War nicht zu sehen vorher. Muss mich kurz heilen. Noch ein bisschen Spaß. Okay, waren sie das? Ist auf einmal so ruhig, ne? Also waren sie es wohl. Müssten's. Gewickt. Ach ja, manche Leute haben Overkill, wir haben Smooth. Levelaufstieg. Geht's halt. Gratulation. Das heißt, ich bin jetzt Sanitäter. Sehr schön, hast du gut gemacht. Was, dass ich... Ja. So, jetzt können wir noch über die Dinge gehen, dann müssen wir zurückreisen, weil sollen wir sonst nicht, keinen Spawnpunkt haben fürs nächste Mal. Müssen wir nicht noch
Hier, ich würde noch ganz zu dem Turm gehen, wenn das okay ist. Zu welchem Turm? Hat er ihm gerade gesagt? Kann noch rübergehen. Ja, rübergehen, aber wo genau hin hat er nicht gesagt. Man kann nur über eine Brücke rübergehen. Ja, und dann gibt's da hinten dran auch unterschiedliche POIs. Da drüben ist ein Haus, da oben ist ein Turm. Oh, der Turm ist ja krass. Also erst die Häuser oder erst der Turm? Der Turm ist am nächsten. Und China kann dort in Stellung gehen. Und dann lassen wir ihn dort zurück. Und? Kommt was? Also bisher nicht, ne? Das klang ja eben wie ein Gauss-Rifle. Das wäre schön. Wo kann man denn hier durch, Achter? Ach, da hat doch dieser eine Brief drauf hingewiesen hier, ne? Ja, ein LKW. Sammelobjekt, ich hab einen Zwerg gefunden. Was hast du gefunden? Hier drin ist ein Zwerg. Sammelzwerg. Hier drin in der Hütte. Opa Rick hat geschrieben, da ist ein Unterschlupf. Wahrscheinlich unten drunter. Ja, wahrscheinlich unten im Ort, ne? Unten am Wasser. Gartenzwerg tatsächlich. Sammelgegenstand gefunden. Man konnte schon am ersten Haus ein. Okay. Ein Fertigkeitspunkt gewonnen. Yay! Gehen wir mal nach unten. Schießwütig. Automatische Waffe für plus 5% Schaden. Also irgend sowas in der Richtung hat da gestanden. Ich lese doch nicht. Ja, schießwütig aus und trotzdem ist er nie da, wo der Kampf ist. Ich weiß nicht, was. Ich habe ja keine Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, was für ein Spiel ihr spielt, aber. Oh, hier ist ein blaues Kiste. Hier ist der Unterschlupf. Ah, es sieht aber nicht sehr luxuriös aus. Ist doch egal. Du wolltest bloß dein Zeug da abladen. Ach so, das geht ja auch. Ja, schön. Lass mich halt raus, dann hast du drin mehr Platz. Ja, dann geht doch. Und jetzt bin ich eingesperrt. Ja, ich auch. Du kriegst mich gerade voll in die Ecke rein. Mann, hättest halt kurz gewartet. Nein, kann ich nicht. Schlagt euch. Bitte schlagt euch nur rein mal. So, und wie sieht's aus mit der Muni? Jetzt habe ich zu viel abgelegt. Was? Die braune Muni. Habe ich die gesammelt? Ach. Lederschuhe rot. Nee, aber die habe ich meistens dabei. So. Es ist. Haben wir noch 9mm SMG? Ja, wenn du das möchtest. Was liegt denn hier am Boden? Ist das von dir, Ossel? Nee. Wird von mir sein. Oh. Ah. Ist schon reicht eine Weile. Ich denke ja. Ich dürfte jetzt gut ausgerüstet sein mit Munition. Also Munition habe ich noch nicht. Da kann ich auch mal zumachen. Ist jetzt Schluss oder gehen wir noch zu den zwei Häusern da drüben? Zwei, drei. Die Häuser gucken wir uns noch an, die können wir ja dann noch ein zweites Mal looten. Was? Bist du bescheuert? Warum nicht? Ich will Verkleidungen haben. Und die looten sich so gut. Und es gibt die ja scheinbar auch recht viele zu finden, ne? Oh ja. Aber ich krieg eh immer bloß die gleichen. Ja, irgendwie schon. Möchten Sie vorher sagen, so... Das möchten wir ja nicht. Wir möchten ja finden. Darum spielen wir. Ich habe 89 Cent bezahlt und habe deswegen diese schönen Perlenketten und so gekriegt. Full Metal Jacket. Oh, das klingt nach Wasser. Oder nach der Hexe Schwabbelschwamps. Schwabbelschwamps? Ja. Aber Tom Cruise hat sie ja angeblich gekillt. Überall, wo ich hinkomme, auf einmal tauchten solche vor. Was?
Ich gehe ins Haus rein, guck mich kurz um, dreh mich rum, stehst du vor mir. Der hey. Fernseher. Was denn sonst? Der Hauptfeind in diesem Spiel, ihr wisst es bloß nicht. Ja, später stehen die alle auf und laufen gegen uns. Dann haben wir schon einen Haufen Abschüsse für Fernseher, ne? Dann können wir uns schon spezialisieren drauf. Also hier meinst du, dann hagelt es gleich Achievements, ne? Ah, hier gibt es eine Fahrradwerkstatt. Hat jemand einen Platten? Ja, der musste ja sonst, vielleicht. Der musste ja nicht in die Werkstatt, wenn es nicht platt ist. Platt sind hier nur deine Witze, Ossel, ja! Deine Witze sind radical. Wieso? Der kommt flach. Explosivgasbehälter. Ich find's interessant, wir looten das Haus und Schäder ist 200 Meter drüben an der Küste. Habt ihr irgendwas gesehen? Ja, da muss ich ja gleich hingehen, ne? Wie so ein Rabe, wenn was glitzert. Ach, ich weiß, was du meinst, diesen so Steinkreis. Warst du dort? Ja, das ist aber im Endeffekt bloß ein bisschen Steine aufeinander geschichtet sind. Na dann. Kein Achievement oder so? Nee. Auch nicht, wenn man es hochjagt? Typisch solche. Ich hab leider die ganzen Sachen nicht bei, um sowas hochzuziehen. Naja, dann sind wir ja jetzt am Unterschlupf. Sniff, soll das heißen? Ja, ihr Leute, Sniff. Mit uns ist Schluss für heute. So, so auch. Ja, das sind Reste von der Mauer. Nein, ist es nicht. Das sind Mauerreste. Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu bauen. Auch eine extra hohe, nur für dich. Ich kann nicht sagen, was es ihn abhalten würde. Die Nachbarn, die sind so arm, die haben noch nicht mal so eine hohe Mauer. Hier wohnt die Familie Hansson. Hansson. Mhm. Okay, wunderschön. Die Hansons. Mbap, bap, bap, mbap, bap, bap, bap. Ja, das solche hat sich schon in den Unterschlupf gestellt. Der tut bestimmt gerade ab. Ossel rennt gerade vom Unterschlupf wieder weg. Ah ja. Irgendwas hat auf mich geschossen, aber nicht getroffen. Und nur weil es kein Friendly Fire gibt. Ja. Ja. Es hat sich aber so angehört, als wäre die Kugel neben mir eingeschlagen. Da sind ein paar eingeschlagen. Jetzt wollte ich dich ins Wasser schmeißen. Ich hab wirklich zu viel Munition. Du bist bloß zufällig neben Ossel gestanden. So.